Servus zusammen und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder reinschaut, Leute. Ich habe uns schon mal vorbereitet. Ja, doch, perfekt. Wir gehen jetzt echt mal kurz an das Feld hier. Im Herbst können wir nur Weizen pflanzen. Habe ich gerade gesehen, das zeige ich euch natürlich. Jetzt machen wir das kurz fertig. Dauert ja nicht lange. Es ist wieder das absolute Wetter. Richtig herbstlich. Es stürmt und regnet. So. Gepflügt ist. Jetzt guckt hier entweder Roggenkorn, Herbst bis Frühling. Das finde ich auch schön, dass man das jetzt hier so sieht. Frühling bis Sommer, Schleinsamen, Karotten, Kohl, rote Beete, Zwiebel, Mohn. Mohn ist auch neu, gell? So, Weizenkorn. Erfordert Hacke. Okay, muss man es erst. Ah, man muss es erst umgraben, gell? So. So, so, so. Zack. Und die Scheune, perfekt. Dann hauen wir jetzt da unser Weizenkorn noch rein. Perfekt. Ich muss euch ehrlich gesagt gestehen, ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass wenn wir mit denen Kapitel zu weit fortschreite, dass dann die Bandite irgendwann ins Spiel kommen. Wir haben ja schon vor ein paar Folgen ein verlassenes Bandite-Camp entdeckt. Aber bis jetzt, soweit wie wir gelaufen sind, noch keine Bandite. Ich würde das begrüßen, wenn das so bleiben wird. Allerdings weiß ich es halt nicht. Deswegen, ja, machen wir jetzt nicht auf Teufel komm raus diese Kapitel oben weiter, sondern machen das alles schön gemütlich. Ja, sie ist fleißig, Ingarda, sehr vorbildlich, perfekt. Der letzte Herbsttag, dann kommt der Winter. Jetzt schauen wir mal kurz. Speere haben wir eh keine mehr. Holen wir uns dahinter den Baum. Crafte uns nochmal zwei Speere. In der Hoffnung, dass wir dann die Werkstatt freischalten können. So, Birke, zack, zack. Holzstämme, zwei Stück. Ja, mehr gibt es ja nicht bei der Birke. So, macht jetzt einen Schinger? Erstmal nicht. Und zweite Mal. Doch, perfekt. Die Werkstatt. Sehr schön. Dann würde ich mit euch gerne jetzt noch die Werkstatt bauen wir am besten hier hin. Was kostet uns die? Quatsch. Das ist bei Herstellung, Produktion. Hier. 8 Stämme. 8 Stämme. Kein Problem, holen wir kurz. Ja, dann bauen wir die Werkstatt auf. Dann können wir uns nämlich schon die erste Pfeile herstellen, weil wenn wir zum Sambor hochgehen, zumindest war das vorher immer so oder früher immer so, vor dem Patch. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es immer noch so ist. Da oben ist Wolfsgebiet. Und nur mit Speere im Wolfsgebiet unterwegs zu sein, ich glaube, das endet fatal. Deswegen, bevor wir hochlaufen, die Werkstatt. Ja, die Grundversorgung haben wir sowieso gesichert. Das passt soweit. Boah, ist das ein Wetter. Wahnsinn. Ist auf jeden Fall eine ganze Ecke besser geworden, die Wettereffekte. Richtig krass. Und auch wie alles verschwimmt. Nur sie. Sie juckt es gar nicht, oder? Du lebst getreu dem Motto, das meiste geht daneben, oder? Super. So lobe ich mir das, fleißige Arbeiter. Oh, wir könnten mal gucken. Vielleicht können wir das ja schon von der
Stämme aufbaue, die sie gewonnen hat. Das wäre natürlich auch sehr gut. So, Werkstatt. Es gibt Hindernisse. Ja, wo sind? Wo sind für Hindernisse, ja? Oh, ich hätte gern die Treppe so schräg. Das sah cool aus. Ja, so. Ja, geht nicht. Geht dann halt so. Was haben wir hier? Die ist ja schnell fertig, cool. Vier Stämme und der Haufe Stroh. Kein Problem. Boah, schnell ins Trockene. Wahnsinn. Was ein Wetter. Halt, was mache ich denn? Brennholz haben wir schon, Stämme. Naja, hat sie schon zwei Stück. Guckt euch das an. Stroh, nehmen wir mal alles raus. Weizen haben wir auch schon. Zwiebelsame. Ein Augenblick. Die rüber, die rüber. Die rüber, die rüber. Ton habe ich unterwegs gefunden. Kommt denn die Holzschale her? Ja, Holzschale, genau. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo die jetzt herkam. Aber ist auch nicht so wichtig. Besser habe wie brauche, sage ich immer. So. Unsere kleine Werkstatt. Ist das ein Wetter? Haut's mich um, echt. Schnell das Dach zu. So, der Hammer müsste reichen. Zack. Hammer müsste reichen, glaube ich, ja. Bams. Axt raus. Birke umkauen. Es windet so arg, die bleibt fast stehen. Oh. Ja, ist gut. So. Einmal. Zweimal. Werkstatt abgeschlossen. Ja, ist halt eine offene Werkbank. Hä? Leute, was ist hier los? Hier kann man ja nur Werkzeuge hermachen. Herstelle. Wo gibt's dann bitte? Wo gibt's dann bitte? Ist das eine Küche? Produktion 25. Wo kann ich denn dann die? Jetzt sagt mir nicht, man kann die Pfeile in die Jagdhütte herstellen und mir hätte das schon lange machen können. Sitzt der eigentlich noch da? Nee, der ist weg, gell? Hoffentlich nicht gestorben. Nee, der hat ihn bestimmt abgeholt und gerettet. Hallo? Gundolf, hast du keinen Bock zum Schaffen oder was ist los? Wir sind kurz vorm einfachen Haus. Krass. Das ist ja krass. Ah ja, garantiert, jetzt passt auf. Hier. 10 Steinpfeile. Brauchen wir 6 Stöcke und 30 Federn. Nee, ey. Und wir rennen hier im Speer rum. Absolute Verschwendung. Naja, aber eine Werkstatt ist auch gut. So, boah, dieses Wetter.
Nehmen wir alle mit. Das, ansonsten kann alles hier bleiben. Trinken wir noch einen Schluck. Hallo? Ist ja geil, wir können auch im Fluss laufen, so nass wie man werde. Ah, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir bei dem Wetter zum Sambo rüberlaufen. Das ist ja mega ungemütlich. Im Wald geht's. Hier ist leiser. Aber auch cool, wie die Hütte dunkel wird, oder? Von der Nässe. Bin ich jetzt schon stark. So. Steinpfeile, 30 Stück. Perfekt. Bogen. Auf der 4, der kommt auf die 1. Bogen, Bogen, wo ist er denn? Achso, da oben schon. Hier auf die 1. Speer auf die 2 und dann Hammer. Dann ist eh fast kaputt, aber auf die 4. So, wieso arbeitest du nix? Papiert. Hier fehlen Messer. Können wir Messer herstellen? Es fehlen Stöcke. Gut. Kein Problem. Hammer gleich. Hammer gleich. Dann können wir gleich mal gucken, wenn wir ihm jetzt ein Messer reinlege. 3 Stück werde das werden. Dann schauen wir, wie viel der braucht von den Steinmesser. Dim, de, de. Zack. Hier über die Brücke. Ah, schnell rein. Du, schau mal. Wir haben dir da 3 Steinmesser gemacht, gell? Gundolf, jetzt kannst du gehen. Jetzt hab ich aber keinen Bock mehr. Ja, komm. Hallo, du. Hast du in letzter Zeit... Was ist eigentlich, wo finde ich? Bauernhoftiere und Händler. Okay, ne, brauchen wir nicht. Hast du was Interessantes gehört? Barnika, du solltest dorthin gehen. Angeblich gibt es dort jemanden, der deine Hilfe brauchen könnte. Ja. Sicher. Laufen wir jetzt hier ans letzte Dorf da unten. Bin jetzt tatsächlich am Überlegen, aber ob mir hier außer rumgehen. Weiß nur nicht, ob uns das zeitlich reicht für die Folge. Ist ihr hier so außer rum zum Sambor? Ah ne, ich glaube, wir laufen direkt zum Sambor jetzt. Aber wenn das Wetter jetzt so das Wahre ist. Aber. Meine Güte, ist das ein Wolkenbruch. Der absolute Hammer. Fleisch 29. Ja, wir brauchen mindestens 10. Brutal. Wenn wir jetzt den Ausflug machen zum Sambo hoch, dann hat es den Vorteil und keine Fackel mehr. Jetzt fehlen 2 Stroh. Boah, das ist aber auch richtig laut. Alle Burge raus. Keine Pfeile? Hä? Was heißt keine Pfeile? Steinpfeil. Ausrüsten. Jetzt! Sehr gut. So, wo war ich jetzt? Wenn wir jetzt zum Sambau hochgehen, dann kann unsere Holzfällerin in Ruhe schon mal Holz hacken. Dann können wir, wenn wir davon zurückkommen, auf jeden Fall das nächste Wohnhaus baue. Ich habe mir sogar überlegt, da mir jetzt schon relativ viele Steine zusammengesammelt habe, dass mir das eventuell aus Stein baue. So, der Magen knurrt. 2 Fackeln. So, und ab geht's. So, hallo Sambor.
Ui. Kerl, du hast dich ja verändert. Sambor. Du hast dich wohl verlaufen, Junge. Tut mir leid, ich wollte dich nicht. Warte mal. Schau mich an. Und hör auf zu zittern. Aha. Schwarz und blau. Du bist mit Jordan verwandt, nicht wahr? Ja, mein Name ist Rasimir. Dann musst du Sambor sein. Und woher willst du das wissen? Ich habe mich mit Unigos unterhalten. Er hat mir gesagt, dass du auch zu Memento gehört hast. Zu bitte was habe ich gehört? Der Meute? Die mit Unigos und Jordan? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen bescheuerten Namen gehört. Oh, tut mir leid, vielleicht habe ich mich geirrt. Wir wurden die glorreichen Fünf genannt. Meine Güte, das ist eindeutig schlechter. Was auch immer. Was weißt du schon? Wie alt bist du? 12? Normalerweise würde ich das jetzt ausführlich diskutieren, aber ich will nicht, dass du währenddessen den Löffel abgibst, alter Mann. Ganz schön frech, ja? Ich würde wohl eher jemanden die Löffel langziehen. Also besser sein lassen, Rotznase. Wie dem auch sei, ich würde gerne ein paar Geschichten über meinen Onkel hören und über die Abenteuer der Meute. Was für ein glücklicher Zufall, denn ich würde unglaublich gerne meine Zeit damit verbringen, an einem knisternden Feuer zu sitzen und Geschichten von früher zu erzählen. Ja? Wirklich? Nein! Verlass mein Grundstück und vergiss, wo es ist. Ach komm schon, es dauert auch nur einen Augenblick. Sogar nur den Augenblick eines Augenblicks. Sag mir nur, wie war mein Onkel so? Wie bist du zu einem Mitglied von den glorreichen Fünf geworden? Und, was habt ihr überhaupt gemacht? Du weißt nicht, was wir gemacht haben? Unigos ist noch nicht dazu gekommen, es mir zu sagen. Ach, was soll's. Aber sei still und versuche zumindest etwas weniger anstrengend zu sein. Womit soll ich anfangen? Richtig. Es fing natürlich alles damit an, dass Jordan von zu Hause wegging. Er war damals 18, wenn ich mich recht erinnere. Dieser gerissene Schurke war schon immer eine zu große Nummer für seinen winzigen Geburtsort. Und das wusste er auch. Suchte das Weite, sobald er konnte. Aber wenn du so jung, schon so gewieft bist, dann bedeutet das auch zwei andere Dinge. Du bist hochnäsig und hitzköpfig. Sein Plan war es, auf ein großes Abenteuer zu gehen. Das ist alles. Sehr detailliert, nicht wahr? Ein Weg wie dieser ist mit den Skeletten junger Idioten gepflastert. Aber Jordan war keiner von ihnen. Egal. Er wanderte tagelang. Tage wurden bald zu Wochen und seine Vorräte zu Staub. Er war als Jäger völlig unbrauchbar, jedenfalls damals. Also waren Beere und Pilze alles, mit dem er sich versorgen konnte. Offensichtlich brauchte er Münzen. Er kam an einem Gutshof vorbei, der von einem Meer aus Apfelbäumen umgeben war. Jordan beschloss, sich dort anstellen zu lassen. Eine Woche wahrer Knochenarbeit verbrachte er dort. Seine Hände waren voller Blasen, seine Haut rot von der brennenden Sonne. Seine Knie pochten vor Schmerz. Ich muss schon sagen, du bist wirklich ein großartiger Geschichtenerzähler. Das hatte ich gar nicht erwartet. Mund zu! Willst du, dass ich fertig erzähle? Wo war ich? Ah, richtig. Er war erschöpft von der anstrengenden Arbeit, spazierte zum Gutsherrn mit einem Lächeln im Gesicht, um seine Bezahlung abzuholen. Jordan war schon allein von der Vorstellung davon satt, was sie sich alles an Köstlichkeiten kaufen würde. Und dann zerschlug die Hand dieses Apfelbaumfürsten all die schönen Träume, indem er sie ihn lediglich mit ein paar wirklich lausigen Münzen abspeiste. Jordan war außer sich, das war nur ein winziger Teil der Bezahlung, die er hätte bekommen sollen. Er schrie den Kerl an, verlangte Gerechtigkeit, aber Arbeiter waren nichts als Fliegen für den. Abstoßende, ersetzbare Insekten. Und was machst du mit einer Fliege, die zu laut summt? Die Hände des Apfelbaumfürsten schlugen von beiden Seiten gleichzeitig gegen Jordans Ohren. Mit so viel Kraft dahinter, wie sie ein Ochse hat. Jordan fiel betäubt zu Boden. Und die Wachen des Apfelbaumfürsten warfen ihn hinaus wie Abfall. Sie nahmen sich auch die wenigen Münzen. Das sollte ich noch dazu sagen. Erst gegen Abend kehrte Jordans Gehör zurück. Und mit ihm kam auch ein Gedanke. Der Gedanke an Rache.
Als ich ihn 10 Jahre später traf, war dein Onkel ein recht passabler Kämpfer. Aber das war er damals noch nicht. Er wusste, dass die Wachen kurzen Prozess mit ihm machen würden, würde er sich auch nur in ihre Nähe wagen. Deshalb musste er einen anderen Weg finden, seine Rache zu bekommen. Jordan war schon immer ehrgeizig gewesen, aber der Hass trieb ihn nun an wie nichts anderes je zuvor. Und? Was ist als nächstes passiert? Als nächstes habe ich genug von dieser Unterhaltung. Verzieh dich! Das geht nicht. Du kannst mich doch jetzt nicht an dieser Stelle hängen lassen. Ich kann machen, was immer ich will. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Was für andere Dinge? Ich kümmere mich darum. Ich mache alles, was du willst. Nur bitte erzähl mir die ganze Geschichte. Oder scheiß auf deine anderen Dinge. Nee, wir machen zwei. Scheiß auf deine anderen Dinge. Das passt zur Unterhaltung. Oho, du hast ja wirklich etwas von Jordans Blut in dir. Du hast recht. Scheiß auf meine Dinge. Sie sind jetzt deine Dinge. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass ich die verdammte Geschichte zu Ende erzähle, wenn du tust, was ich von dir verlange. Klar, sag mir einfach, was getan werden muss. Du wirst es nicht bereuen. Hier, greif dir diese Schaufel. Ein ziemliches Drecksteil. Aber sie wird reichen. Hinter meinem Haus gibt es Tonvorkommen. Geh dahin und grab etwas Ton für mich ab. Ton? Das ist eine dringende Angelegenheit? Bist du etwa töpfersüchtig? Also erstmal schulde ich dir überhaupt keine Erklärung, Bengel. Und zweitens, er ist für medizinische Zwecke und mit dieser Antwort wirst du dich vollständig zufrieden geben. Kapiert? Ganz wie du meinst. Okay, das ist cool, die Unterhaltung zwischen denen. Ich mag das, wenn das so frech abläuft und trotzdem irgendwie sich alle verstehen. So, Fackel raus, hinter seinem Haus, Ton vorkomme. Ja. Schaufel an der Mann. Da, 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 da. Ah, das geht ja schnell. Seine lausige Schaufel hier. Was ist denn das? Holzrehchen? Hä? Dekoartikel? Ein Dekorationsobjekt. Seltsame Figur, die im Schlamm gefunden wurde. Wer könnte sie hergestellt haben? Krass. Halt. Was machst du denn? Sollst du das Tonvorkommen umgrabe? So. Lieber Sambor. Mal. Hier noch mehr so Zeugs? Hä? Leute, jetzt erzählt mir nicht, das ist eine Spur irgendwo hin. Hier steckt eine Schlaufe mit Ton. Er müsste schnell zum Sambor zurück. Das müssen wir uns merken. Da will ich mal, wenn es hell ist, auf jeden Fall weitersuchen. Ist doch kein Zufall, dass sie hier so aufgestapelt sind. Neben Ton. Seht ihr, hier sind nämlich keine. In die Richtung. Doch. Yo. Und zwei Weinflaschen. Dieses Spiel echt immer für irgendwelche Überraschungen gut. Die stehen da so schön, die lasse ich stehen. Ist hier noch irgendwas? Krass. Wirklich krass. Okay. So nicht. Hello, Sambor. Wir haben... Ja, erstmal eine ordentliche Birne reinkauen, sauber. Und, hast du ihn? Ja, hier ist der Ton, den du wolltest. Erzählst du die Geschichte jetzt zu Ende? Schon gut, schon gut. Also wie ich bereits sagte, war Jordan damals kein besonders guter Kämpfer. Er hatte kein Geld und keine Verbindungen.
Aber er hatte eine Sache, eine ungewöhnliche Gabe, siehst du? Jordan war schon von Kinderbeinen an ein außergewöhnlich begabter Lügner. Keine schwitzigen Hände, kein Schwanken der Stimme, eigentlich nichts, das ihn verraten hätte. Ruhiger, gleichmäßiger Atem, Augenkontakt die ganze Zeit. Am Ende konnte er mit jeder Art von Druck fertig werden, selbst in den verrücktesten Situationen, aber das war nicht von Anfang an so. Damals musste er nicht unter Druck leben. Es war keine Belastung für ihn. Er tat es so selbstverständlich wie atmen. Er hatte einfach überhaupt kein Schuldgefühl. Zuhören. Er schmiedete einen Plan. Einen Plan, der so unfassbar bescheuert und an den Haaren herbeigezogen war, dass es schwerfällt zu glauben, dass er tatsächlich funktioniert hat. Als erstes hat er den Schneider der Stadt dazu gebracht, ihn vollständig neu einzukleiden. In Kleidung, die nur den reichsten Adligen vorbehalten war. Die feinsten Stoffe, seidene Fäden, der ganze Schnickschnack, entsetzlich teuer. Aber wie konnte er sich das alles leisten? Willst du jetzt sicher fragen? Ganz einfach, er hat nicht dafür bezahlt. Also hat er einfach alles gestohlen. Das habe ich nie behauptet, Jordan war kein Dieb. Zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Davon abgesehen habe ich die verdammte Geschichte denn schon zu Ende erzählt. Neu eingekleidet, reiste Jordan zum Schloss des Königs dieses Reiches und ging hinein. Schon gut, jetzt weiß ich, dass du dir das alles nur ausdenkst. Das ist einfach unmöglich. Du hast völlig recht, das ist es. Schon der Gedanke daran ist reiner Wahnsinn, aber Jordan, er marschierte einfach hinein. Ich kann dir nicht verübeln, dass du mir nicht glaubst, verdammt. Ich würde mir selbst nicht glauben, wenn ich nicht genauso etwas später hunderte Male mehr mit meinen Augen von ihm gesehen hätte. Jedenfalls, er spazierte einfach so ins Schloss hinein und als er dort war, da setzte er seinen Plan in die Tat um. Und dieser Plan war, mit seiner Frau zu schlafen. Wessen Frau? Die des Königs. Die Frau des Königs? Also, die Königin? Richtig. Also nur damit ich das richtig verstehe, sein Plan war es, ins Schloss zu gelangen, um mit der Königin zu schlafen? Ganz genau. Du hattest recht, das ist der absurdeste, bescheuerste Plan, von dem ich je gehört habe. Ich habe es dir ja gesagt, aber der Plan hat blendend funktioniert. Ich verstehe es immer noch nicht. Was hat funktioniert? Was hat er damit erreicht? Nachdem sie sich geliebt hatten, zog Jordan sich wieder an und versprach der Königin, dass er ihnen ein paar Erfrischungen holen würde. Damit verließ er sie, ließ aber sein Untergewand absichtlich neben dem Bett zurück. Dann suchte er sich einen Wachmann des Königs und sagte ihm, dass er gesehen habe, wie sich die Königin zusammen mit einem verdächtigen Fremden in eine Kammer geschlichen habe. Der Wachmann stürzte in den Raum und fand dort die Königin, nackt im Bett, mit der Kleidung eines fremden Mannes neben sich. Als treuer Diener erstattete der Wachmann natürlich sofort dem König selbst Bericht. Dieser war außer sich vor Wut, wie du dir sicher vorstellen kannst. Er konnte wohl kaum seine Frau bestrafen, das hätte seinem Ruf geschadet. Aber er konnte sich ihren Liebhaber vornehmen. Leider hatte Jordan das Schloss zu diesem Zeitpunkt längst verlassen. Auf dem Rücken eine prächtige Stute, die er sich aus dem Stall geliehen hatte, ritt er in den Sonnenuntergang davon. Das ergibt für mich immer noch alles keinen Sinn. Weißt du, der König konnte den schamlosen Verführer nicht auf frischer Tat ertappen, aber er konnte versuchen, ihn aufzuspüren. Dafür gab es, abgesehen von dem Untergewand und einer süßen Erinnerung für die Königin, nur einen Anhaltspunkt. Sein Name. Nicht sein wirklicher Name natürlich, der Name, den er benutzt hatte, um sich der Königin vorzustellen. Der des Apfelbaumfürsten. Ha, genau, jetzt hast du es verstanden. Ha, das ist unglaublich, der Kopf dieses hohen Herrn hat sich sicher kurz darauf von seinem Körper verabschiedet. Hat das nicht dazu geführt, dass der Kerl gehängt wurde? Das scheint etwas zu viel der Strafe. Er wurde nicht umgebracht. Das wäre nicht Jordans Stil gewesen. Die Königin flehte um sein Leben. Also warf der König ihn in den Kerker, wo er seine letzten Tage verbrachte. Jordan war einfach erstaunlich. All das mit nichts als seinem Verstand und seiner Überzeugungskraft. Diesem hohen Herrn hat er gezeigt, dass er ihn besser nicht hintergangen hätte. Nicht, dass du jetzt den falschen Eindruck gewinnst, was seine Beweggründe angeht. Jordan hat sich
diese ganze Mühe nicht nur gemacht, weil er selbst einmal schlecht behandelt worden war. Du musst wissen, dass dieser Apfelbaumfürst grausam und gnadenlos war. Er misshandelte all seine Untergebenen, er tötete aus Spaß, vergewaltigte zum Zeitvertreib. Die Leute nannten ihn auch den Waschmann, weil es sich zur Angewohnheit gemacht hatte, die Bastarde, die ihm geboren wurde, direkt nach der Geburt im See zu ertränken. Wie ungewollte Kätzchen. Jordan musste ihn aufhalten, und das tat er. Aber das ist noch nicht das Ende dieser Geschichte. Nachdem der Herr des Apfelbaumguts gefangen genommen worden war, musste jemand seinen Platz einnehmen. Er hatte keinen rechtmäßigen Erben. Aber dann, auf verblüffende Weise, zu ganz genau dem rechten Zeitpunkt, erschien ein entfernter Cousin auf der Bildfläche. Ein reizender junger Mann mit zwei unterschiedlich gefärbten Augen. Du nimmst mich doch jetzt auf den Arm. Er machte sich das Hab und Gut seines verurteilten Verwandten mit Leichtigkeit zu eigen, aber Jordan wollte nichts davon, nicht für sich selbst, also nahm er nur drei Beutel mit Münzen an sich und überließ den Rest den Arbeitern. Die konnten ihr Glück kaum fassen, wahrscheinlich verehren sie ihn dort immer noch. Oh, und noch eine Sache, warum drei Beutel, das fragst du dich sicher. Ganz einfach, einen für den Schneider, einen für den Stallburschen, von dem er das Pferd hatte, und den letzten für sich selbst, mit genau der Summe, die er mit seiner Arbeit in der Plantage hätte verdienen sollen. Ich sage dir, ja, Jordan war kein Dieb. Und das war alles. Er stieg auf seine prächtige Stute und verließ das Reich. Auf zu neuen Abenteuern. Zumindest ist das die Geschichte, wie er sie uns zu erzählen pflegte. Also kann es gut sein, dass nichts davon wahr ist. Hahaha. Aber so war das nun einmal mit Jordan. Jetzt verstehe ich, was du und Unigos gemeint haben. Er klingt tatsächlich, als könne es ihn gar nicht geben. Soll heißen, es klingt tatsächlich, als könne es ihn gar nicht geben, oder? Ich kann nicht glauben, dass das derselbe Onkel sein soll, von dem mir meine Mutter erzählt hat. In ihren Worten war er ein einfacher Händler. Er hatte Erfolg, ja, aber er war normal, sterblich. Ja, ich habe mich auch oft gefragt, ob er überhaupt sterblich ist, aber mittlerweile wissen wir es. Warte. Du hast mir ja gar nicht gesagt, was denn nun eigentlich der Sinn und Zweck der glorreichen Fünf gewesen ist. Oh, ich dachte, das wäre mittlerweile offensichtlich. An diesem Tag wurde nämlich Jordans Mission geboren. Er wusste, dass es verwöhnte und verdorbene Reiche und Mächtige, ganz wie diesen hohen Herrn, an vielen Orten gibt. Sie saugen dem einfachen, hart arbeitenden Volk das Leben und die Würde aus. Und er wusste nun, dass er es mit ihnen aufnehmen konnte, zumindest ein Stück weit. Also war es genau das, was er anfing zu tun. Korrupte Amts- und Würdenträger stürzen und dem Volk etwas zurückgeben. Er klingt wie ein Held, ein richtiger Held. Also, es war nicht so, dass, ich meine, er, ja. Ich denke, das kann man so sagen. Und wie ist es dazu gekommen, dass du dich der Meute angeschlossen hast? Jordan arbeitete alleine, bis er Unigos traf. Die flinken Finger dieser kleinen Ratte halfen da weiter, wo Jordans Zunge nicht ausreichte. Und dann brauchten sie eben noch jemanden, der auch über die anderen Talente verfügte, die ihnen fehlten. Stärke, Männlichkeit, Mut und Tapferkeit. Unabhängigkeit, Rechtschaffenheit. Richtig, ich glaube, ich verstehe. Also suchten sie sich den Besten, den es gab. Ich hatte gerade etwas Zeit zwischen zwei Anstellungen. Also versuchte ich es mit ihnen und schlagartig fing die Meute an, wirklich etwas zu bewegen, aber ich prahle nicht gern. Oh ja, das ist mir aufgefallen. Bescheiden wie ein Veilchen. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Jemand, der so talentiert ist wie ich, der hat es gar nicht nötig zu prahlen. So wie die Sonne nicht beweisen muss, dass sie hell ist. Wie dem auch sei, ich habe jetzt schon mehr zu dir gesagt, als zu allen anderen in den letzten 5 Jahren. Also wird es Zeit, dass du verschwindest. Und wenn es nach mir geht, kommst du auch nicht wieder. Nie wieder. Es war mir eine große Freude und eine wahre Ja, von mir aus. Jetzt zieh zu, dass du Land gewinnst. Und als Dank dafür, dass er meinen Aufenthaltsort verraten hat, bring Unigos doch diese seltene Köstlichkeit von mir. Er mag sie besonders gern. Ohrfeigen. Willst du, dass ich ihm ins Gesicht schlage? Stotter ich etwa? Nein, Herr. Natürlich, Herr. Zu Befehl. Ich bin schon weg. Puh.
Okay, coole. Oh, was ist jetzt? Dieb. Ein Dieb wurde auf frischer Tat ertappt, als er versuchte, deine Vorräte zu stehlen. Er versucht, sich herauszureden und dich davon zu überzeugen, dass die Armut ihn zu der Tat getrieben hat. Nun musst du entscheiden, was du mit ihm machen willst. Schneide seine Hände ab. Befiehl jemandem, ihm die Hände abzuschneiden. Lass ihn gehen, aber verbanne ihn. Ich schneide sie ihm ab. Im Zorn beschließt du, den Dieb zu bestrafen. Du hast ihm vielleicht eine Lektion erteilt, aber deine Dorfbewohner nehmen dich jetzt als grausamen Mann wahr. Alle Dorfbewohner verloren 10 Stimmung, 50. Ja, aber da stand doch keine Einschränkungen. Ey, unfair. Na gut. Willkommen im Winter, Leute. So war es jetzt nicht geplant, aber. Ja, wann schon läuft schon mal was nach Plan? Die Geschichte mit dem Sambor war jetzt mega schön. Es hat richtig Spaß gemacht, die zu lesen. Und wir wissen jetzt wieder mehr über unseren Onkel. Sehr gut. Machen wir die Fackel weg. Oh, hört ihr das Schnee knistern? Okay, Leute, in der nächsten Folge bauen wir uns hier nochmal eine Hütte hin. Also ein Häuschen, dass man nochmal welche werben könne. Und dann gehen wir zum Unikustel vielleicht, ja. Ja, das könnte man machen. Sehr schöne Folge heute auf jeden Fall, wie ich finde. Die Geschichte ist mega toll gemacht. Bin mal gespannt, wo sie noch hinführt. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich riesig auf euch. Macht's gut. Ciao.